Das, was hier beim Obergrashof in Dachau noch auf dem Acker steht, ist Spinat aus dem vergangenen Jahr. Er ist übrig geblieben, weil die Nachfrage so zurückgegangen war. Bald wird er eingeackert. Spinat ist ja so ein klassisches Frischmarktgemüse. Wir machen ja jetzt keinen Industriespinat, der dann tiefgefroren ist, sondern feinen, kleinblättrigen Spinat, der handgeerntet wird. Und den haben wir dann letztes Jahr einfach nicht so verkauft, wie es zu erwarten gewesen wäre. Viel Mühe. Umsonst. Man fragt sich ja, wird meine Arbeit überhaupt geschätzt oder wird die überhaupt gebraucht, was ich da jeden Tag mache? Ist jetzt nicht so, dass es der einfachste Job der Welt ist, das Gärtnern. Also da muss man sich oft ganz schön zusammenreißen, im Frühjahr und bei Wind und Wetter da rauszugehen. Momentan stehen bei der Gärtnerei vor allem die Winterkulturen auf dem Programm. Kresse, Schnittlauch und Chicorée. Der Absatz ist immer noch verhalten. Es ist aber nicht so schlimm wie im Sommer. Im Sommer war es schon für so einen Feingemüse- und Frischgemüsebetrieb bei uns war es schon sehr dramatisch. Und man muss sich vorstellen, man hat Salat oder Kohlrabi oder Radieschen oder Rettich. Das baut man jede Woche an und das hat ein recht kurzes Erntefenster. Und kann dann eben, wenn es in einer Woche nicht verkauft wird, in der nächsten Woche nicht weiterverkauft werden. Und da ist also halt regelmäßig viel Ware übrig geblieben. Verbraucher wollen sparen. Laut einer Untersuchung der Agrarmarktinformationsgesellschaft ist der Absatz in Bioläden 2022 um etwa 20% im Vergleich zum Vorjahr eingebrochen. Im Biosegment erzielen nun vor allem Discounter die Gewinne. Peter Stinzhoff macht sich deshalb viele Gedanken. Denn das meiste Gemüse von ihm landet später im Bioladen. Er muss so schnell wie möglich planen, was er bald anbauen soll und wie viel. Gleich trifft er sich mit einem Ansprechpartner der Ökokiste, mit der er ebenfalls schon lange zusammenarbeitet. Für alle Beteiligten ist das Gift. Wenn die Erzeuger auf ihrer Ware sitzen im Frischmarktbereich, dann können sie gar nicht anders, als sich gegenseitig Konkurrenz machen, sich gegenseitig zu unterbieten. Und dann ist es eben kein Miteinander, das ist das, was wir uns eigentlich alle wünschen, sondern dann ist es irgendwann ein Gegeneinander. Ökokisten liefern ihre Waren wöchentlich direkt bis zur Haustür der Kunden. Genau, das sind Verpackungseinheiten. Sagen wir, da, wo es ja richtig problematisch war, das sind ja sozusagen die Produkte, wo wir eigentlich besonders stark sind. Da hat man Berge davon. Und das war eben Rettich. In den vergangenen Jahren gab es bei allen Ökokisten im Raum München Wartelisten. Das ist jetzt vorbei. Wir sind jetzt leicht rückläufig, aber trotzdem ganz positiv gestimmt, dass dieses Jahr wieder ein gutes Jahr sein wird und unser Service und unsere Beziehungen und so weiter bei den Kunden auch gefragt sind. Alle wünschen sich, dass die Nachfrage nicht noch mehr zurückgeht. Wir stehen alle vor der Herausforderung, dass wir nicht genau wissen, was passiert. Aber ich weiß zumindest, dass ich da Partner habe, die ihr Möglichstes versuchen. Und das ist ja schon sehr viel wert. Und auch beim eigenen Hofladen hofft er bald wieder auf mehr Begeisterung. Bettina Seidel an der Frankfurter Börse. Bleibt es da beim Prinzip Hoffnung oder ist doch Besserung für die Biobranche in Sicht? Na, im Moment muss man noch sagen, dass man da vom Prinzip Hoffnung ausgehen muss. Alles steht und fällt damit, wie hoch die Inflation bleibt, die Energiekosten und auch, wie es beim Ukraine-Krieg weitergeht. Der ist ja ein ganz wesentlicher Treiber der Energie- und auch Lebensmittelkosten. Wenn es bei den Preisen keine Entspannung gibt, fehlt vielen Menschen einfach genug Geld im Portemonnaie, um sich Bio leisten zu können. Umdenken kann da helfen. Man kann zum Beispiel an anderer Stelle beim Konsum sparen, um sich es dann doch leisten zu können. Könnte klappen, wenn man sich eben klar macht, wie wichtig Bioprodukte sind, welche Vorteile sie bieten. Sie sind seltener mit Pestiziden belastet. Biohühner oder Schweinefleisch enthält weniger antibiotikaresistente Bakterien. Aber die Biobauern, die könnten auch vom Staat besser unterstützt werden. Der Ruf nach Unterstützung der Branche, der wird da laut, auch von Forschern sogar, weil Biolandbau eben auch eine enorme Bedeutung für die Umwelt hat und damit für die gesamte Gesellschaft. Bio hilft nämlich, die Umweltkosten zu reduzieren. Was sind denn das für Umweltkosten? Geht es da wirklich um Geld? Da geht es tatsächlich um Geld. Das sieht man aber eben nicht sofort. Den Nutzen schon. Biolandwirtschaft bringt Natur- und Klimaschutz voran, weil weniger Stickstoff eingesetzt wird. Dadurch gibt es weniger Treibhausgase oder auch weniger Nitrate, die Gewässer schädigen. Man verbraucht auch weniger Energie, denn die Herstellung von chemischen und synthetischen Düngern, die ist schon sehr, sehr energieintensiv. Es gibt noch viele, viele Vorteile mehr, die aber auch gleichzeitig bares Geld bedeuten. Die TU München hat das ausgerechnet. Ökolandbau erspart der Gesellschaft Milliardensummen. Schon heute 1,5 Milliarden Euro pro Jahr sind es allein in Deutschland. Das ist der Gegenwert der gesellschaftlichen Entlastung, weil Folgekosten eingespart werden. Im Jahr 2030 könnten es schon 4 Milliarden sein.
Das wird aber nur erwartet, wenn der Ökoflächenanteil weiter ausgebaut wird, wie von der Bundesregierung geplant, von derzeit 11% auf 30%. Ja, es geht also um Milliardenbeträge, die nur eben in keiner Bilanz auftauchen. Die Wissenschaftler sind deshalb in Sorge, dass die Flaute im Bioregal diese ganzen Errungenschaften gefährdet und auch das zentrale Ziel beim Klima- und Naturschutz nicht erreicht werden. Das Ziel von 30% Bioanteil beim Anbau, das ist auch gefährdet. Da gibt es also noch einiges mehr zu tun, auch durch die Regierung. In der Diskussion war ja eine Mehrwertsteuersenkung. Die ist aber jetzt vom Tisch, was aber sinnvoll gewesen wäre.